Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers. Mein Name ist Markus Kleber und das ist die Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 49. Und zwar für die Handelstage vom 3.12. bis 7.12.2018. Wir wollen wie gewohnt hier in dieser Analyse auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold eingehen. Und da mir persönlich das Gold von den Bewegungen her aktuell nicht so schmeckt und somit die Analyse etwas kürzer ausfallen wird, werden wir dann nochmal auf das WTI schauen. WTI Crude, was ja wirklich sehr, sehr stark mit Druck behaftet ist auf der Abwärtsseite, und wir werden da mal kurz drauf schauen, wo so die nächsten Unterstützungen kommen und was hier gegebenenfalls noch auf der Abwärts- bzw. vielleicht sogar auf der Aufwärtsseite passieren könnte im WTU Crude. Bevor wir durchstarten, wie gewohnt der Hinweis, unterhalb des Videos in der Videobeschreibung findet ihr die entsprechenden Märkte, über die ich hier spreche, dahinter dann eine Zeitangabe. Ihr könnt dann auf diese Zeitangabe klicken, wenn ihr euch zum Beispiel nur den Euro-US-Dollar anhören wollt, also die Analyse zum Euro-US-Dollar oder nur die Analyse zum Gold, könnt ihr dann entsprechend auf die Zeitangaben hinter den Märkten klicken und ihr kommt im Video direkt dann zu der Stelle, wo ich entsprechend über den Markt spreche. Auch würde uns es weiterhin freuen, wenn ihr natürlich diesem Video hier fleißig einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr fleißig weiter kommentiert. Das freut uns hier umso mehr, und wenn wir positives Feedback oder natürlich auch gerne negatives Feedback oder Anregungen, Sorgen, alles das könnt ihr natürlich kommentieren, und wir werden versuchen, das dann entsprechend hier in der Trading-Wochenanalyse mit aufzunehmen. Bevor wir durchstarten, wie gewohnt an dieser Stelle der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Wir starten mit dem Blick auf die Wirtschaftskennzahlen, wie wir das ja hier in der Trading-Wochenanalyse dann auch immer tun. Am Wochenende, was kommt in der kommenden Woche raus? Und wir müssen dazu wissen, dass in der vergangenen Handelswoche dann ein Statement der FED, also der Federal Reserve, der Zinspolitik bezüglich der Zinspolitik in den USA, den Markt schon etwas stärker bewegt hat, führte dazu, dass die Indizes nach oben drückten, dass der Euro-US-Dollar nach oben drückte, dass dann im Endeffekt auch das Gold einen Schub auf der Oberseite bekam und somit dann in der kommenden Handelswoche auch hier die entsprechenden FED- bzw. hier vom FED-Präsidenten Powell entsprechende Kommentare den Markt durchaus auch weiter bewegen können. Also am Mittwoch und am Freitag sollte das hier so ein bisschen die Rücksicht finden und dann natürlich am Freitag zusätzlich die Non-Farm Payrolls um 14.30 Uhr, durchschnittliche Stundenlöhne, die dann auch um 14.30 Uhr kommen. Die Non-Farm Payrolls waren in der Vergangenheit nicht so nennenswert kriegsentscheidend, das hatten wir hier immer wieder besprochen. Somit ist das jetzt nicht so die Zahl, wo ich jetzt, oder die Uhrzeit, wo ich jetzt davon ausgehe, dass jetzt hier so nennenswerte Bewegungen kommen, aber schon die eben entsprechenden Statements der FED, die könnten nach wie vor die Märkte etwas bewegen. Alles andere ist hier teilweise natürlich für den britischen Pfund vielleicht hier am Dienstag, Bank of England Präsident M. Carney spricht, ja, kann wichtig sein für den britischen Pfund, aber den beleuchten wir hier nicht. Zinsentscheidung Australien, australischer Dollar, ja, auch wichtig, aber auch für unsere Märkte hier nicht nennenswert. Und ISM-verarbeitendes Gewerbe sollte jetzt auch nicht so kriegsentscheidend sein, also so marktbewegend. Und da schaue ich ja wirklich immer auf kurzfristige, schnelle Moves, die der Markt gegebenenfalls aufgrund von Wirtschaftszahlen macht. Wir starten mal mit dem Blick auf den DAX. Da sind wir noch im Gold, da wollen wir am Anfang nicht starten. Wir wollen mit dem Blick auf den DAX starten, der in der vergangenen Handelswoche recht unvolatil war, der ja schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder recht unvolatile bzw. teilweise trendlose Wochen hinlegte. Und so war es auch in der vergangenen Handelswoche, dass sich hier wirklich kaum nennenswert ein Trend ausgebaut hat. Das ist ja diese Bewegung hier. In den Wochen zuvor wir des Öfteren schon mal Seitwärtsphasen hatten. Ja, in der vorletzten Handelswoche war hier mal so ein bisschen Bewegung aufgekommen, das war dann auch nicht so schlecht, und dann hatten wir hier primär in der vergangenen Handelswoche den Markt zwischen 400, 420, dieser wichtigen Marke 420, derer wir ja uns dann mal verlassen oder die wir dann verlassen haben mal in der vorletzten Handelswoche, aber diese Handelswoche dann wieder direkt zurückgelaufen sind, diese mehrfach wieder getestet haben, uns hauptsächlich darunter der im Prinzip der Markt sich abspielt und wir dann den 300er Bereich hier nochmal als Kern unterstützendes Niveau hatten. Kurz am Ende der Handelswoche mal ein Ausreißer nach unten, aber der Markt lief wieder zurück. Also wirklich nicht so interessant hier die Bewegungen, und somit sollte es auch für die kommende Handelswoche hier eher
erstmal grundlegend interessant sein. Diese obere Grenze 420, die ist sehr, sehr wichtig, und auch die untere Grenze 300 beziehungsweise so in etwa 280 könnte man an dieser Stelle auch annehmen. Also dieser Bereich auf der Unterseite und entsprechend hier oben der 400er bis 420er Bereich auf der Oberseite. Alles, was sich dazwischen abspielt, sollte etwas mit Vorsicht genossen werden, denn es ist durchaus weiter denkbar, dass wir weiter hier diese Seitwärtsamplitude fahren. Und wenn man eben diese Bereiche sich anschaut, unten 300, oben 400, das sind lediglich 100 Punkte, die der Markt hier hin und her schwankt. Also wirklich sehr, sehr gering. Vor noch einigen Wochen hatten wir Tagesschwankungen, teilweise Vormittagsschwankungen, Schwankungen von einer Stunde, die 100 Punkte. Ja, hier, wir erinnern uns an die Abwärtsseite, an diese Bewegungen hier generell, diese volatilen Tage. Da hatten wir wirklich innerhalb von Stunden manchmal Bewegungen, wie sie hier in der vergangenen Handelswoche grundsätzlich stattgefunden haben. Somit sollte man hier auch vorsichtig sein, solange der Markt nicht zeigt, okay, ich werde wieder etwas volatiler, zumindest für diejenigen, die eben nicht im Scalping unterwegs sind, sondern diejenigen wie ich, die eben ein bisschen Bewegung brauchen. Ja, klar, man kann mit kleineren Stops arbeiten, man kann mit Seitwärtsstrategien arbeiten, aber ich handle eben gerne Trendbewegungen, Bewegungen, die wirklich etwas stärker sind als die der vergangenen Handelswoche. Somit ist es für mich interessant, zum einen, wenn der Markt es dann doch mal schaffen sollte, und wir schauen uns ja gleich den S&P an, die US-Märkte sind ja doch enorm stark, ja, gerade eben auch mit dieser Fed, mit diesem Fed-Statement eben gegebenenfalls die Zinspolitik doch nicht so, wie sie geplant ist, vonstatten gehen zu lassen, sondern gegebenenfalls die Zinserhöhung doch etwas defensiver zu verwalten. Das ist erstmal nur ein Statement. Nee, wie es genau passieren soll, wurde hier nicht gesagt, aber es kann durchaus sein, dass dann doch der DAX auch diesen starken US-Märkten mal folgt, über 420 geht, und dann wird es hier oben natürlich interessanter, eben den Markt zu kaufen, weil es dann eben durchaus realistisch ist, dass sich der Markt im Laufe der Handelswoche in Richtung 11.675 bewegen sollte. Wir haben nach wie vor diese kleineren, ich zeichne sie mal orange ein, diese kleineren Bereiche in etwa der gut 500er Bereich, das ist so der Bereich aus der Vergangenheit, der nicht so unwichtig war und auch nach wie vor wichtig sein sollte. Schaut euch das hier an, das ist so der Bereich knapp darüber, beziehungsweise auch hier dieser Bereich, mit dem wir schon mal vorvorletzte Handelswoche gearbeitet haben, also 500 ist ein wichtiger Bereich, der aus der Vergangenheit wichtig war. Der nächste kleinere Bereich ist dann bereits 550. Ja, und dann geht es aber relativ zügig schon Richtung 675 hoch, und diesen 550 kann man hier noch mit einzeichnen, aber der ist fast gar nicht so wichtig. Viel wichtiger erstmal 500, und dann kann es eben durchaus 675 als realistisch zu erreichenden Bereich eben hier im, ja, durchaus angenommen werden. Und das wäre so auch die Bewegung, die ich dann, wenn man sich die letzten Handelswochen im Durchschnitt anschaut, dann wäre diese Bewegung von gut 200 Punkten auch durchaus realistisch. Ja, wenn wir uns das hier Ganze mal anschauen, vorvorletzte oder vorletzte Handelswoche, ja, diese Moves, die hier im Laufe der Handelswoche stattgefunden haben, die können dann natürlich auch in der kommenden Handelswoche stattfinden, und dann wären wir zumindest auf der Aufwärtsseite im Bereich 650, 675, also alles oberhalb von 420, erstmal dann primär auf der Long-Seite. Das Ganze unterhalb von 300 bzw. 280, was ja dann eben der Bruch aus der Seitwärtsphase, was wir ja schon einmal zum Ende der Handelswoche hier kurz versucht haben und der Markt dann aber schnell wieder zurücklief. Hier unten habe ich übrigens auch einen kleinen Fehltritt gemacht, weil der Gedanke war, okay, jetzt bricht der Markt aus, vielleicht schafft er es wirklich hier weiter nach Süden zu fallen in den Schlusskurs der vorletzten Handelswoche, so hatte ich es im Livestream dann gezeigt. Das Ganze hat mich 12 Punkte gekostet, also nichts zu dem, was man hier hätte verdienen können, wenn dieser Trade dann schlussendlich gut gegangen wäre. Und nach wie vor wäre es jetzt der Gedanke, unterhalb von 300, man kann hier 300 und 280 nehmen, das ist im Prinzip fast 1, dass man nach wie vor dann eben auf die Abwärtsseite setzt. Natürlich immer mit dem Blick auf die US-Märkte, die dann natürlich auch irgendwie mal wieder ein bisschen Schwäche zeigen müssten. Ich denke, wenn die US-Märkte so stark bleiben, wird es der DAX schwer haben, nachhaltig Schwäche zu zeigen. Ja, also das ist schon ein Fakt. Wir werden es ja gleich sehen. Das Bild in den US-Märkten sieht mit Abstand mal wieder stärker aus als das des DAXes. Und wenn die US-Märkte, die müssen abgeben, die müssen wirklich negative Tage, negative Stunden zeigen, dass es dann der DAX auch schaffen kann, wirklich in das nächste Unterstützungsniveau, was dann eben auch schon für Freitag mein Ziel war, 160, 170 auf der Unterseite, beziehungsweise dann eben auch nochmal weiter in das nächste Unterstützungsniveau, in dieses Doppeltief, doppelter Bodenniveau,
quasi hier kurz vor der Marke 11.000 bzw. der 11.000er Bereich. Das ist für die kommende Handelswoche dann auch interessant und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, wenn, das sind natürlich Wenn-Entscheidungen, ne? Das ist keine Vorhersage, aber wenn die US-Märkte wieder etwas abgeben und das vielleicht sogar mit ein bisschen Momentum, was dazu führt, dass der DAX zuerst in Richtung 150, 160 rutscht, dann weiter rutscht, je nachdem dann, wie er auch in Richtung 11.000 kommt, dass es dann sogar auf der Unterseite durchaus denkbar wäre, dass wir hier grundsätzlich neue Bewegungstiefs ausbauen. Und wir wissen, unterhalb von 11.000, da kommt eine ganze Menge gar nichts. Da sind wir locker nochmal 200 Punkte, die hier durchaus realistisch bis in das nächste kernunterstützende Niveau eben laufen können. Also auf der Abwärtsseite ist da schon durchaus einiges drin. Und wenn wir uns dann eben die generellen Abwärtsbewegungen der letzten Wochen dann immer mal angeschaut haben, dann sehen wir, dass der Markt das kann, dass der DAX die Abwärtsseite ausbauen kann. Und wenn er das eben nochmals so tut, dann ist es eben denkbar, neue Bewegungstiefs bzw. eben der Bruch des 11.000er Bereiches. Und oben, wie gesagt, die Longseite hat sich in den letzten Wochen, Monaten, wirklich Monaten, ja nie so richtig durchsetzen können. Somit hier oben alles ein bisschen defensiver, aber trotzdem ist es denkbar, dass man kauft bzw. hier unten dann eben etwas mehr Schwäche möglich und denkbar. Wir gehen auf den S&P und wir sehen das hier. Ja, was der Markt wirklich, das, was ich eingangs sagte, der DAX seitwärts, innerhalb einer Range von mehr oder weniger 100 Punkten. Und der S&P, der hat am Anfang der Handelswoche hier unten noch so ein bisschen rumgedümpelt. Ich hatte ja vergangene Handelswoche erst die Trading-Wochenanalyse am Montag gemacht, bedingt durch die WOT, die wir am Wochenende hatten. Und mein richtungsentscheidender Bereich war so die 2675,76. Da waren wir anfänglich noch drunter. Das hier unten war so der Bereich, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir hier bleiben, wären Short Trades denkbar. Alles, was da drüber ist, die Long-Seite. Und dann zeigte der Markt, was er auf der Long-Seite konnte. Schaut euch diese Bewegung an, die hier stattfand und diese Kernbewegung. Hier war diese erwähnte Fettbewegung, die dann eben zum, ich glaube, war es Mittwochabend oder so kam. Und hier wirklich den S&P sehr, sehr schön auf der Nordseite bewegen konnte. Und wir dann, wir ziehen das mal ein bisschen auseinander, dann in dem Widerstandsbereich 2763, also quasi am Wochenhoch, unseren Schlusskurs fanden. Und das eben hier mit schöner Stärke und teilweise mit auch noch schönen Bewegungen, die man hier auf der Longseite hätte mitnehmen können. Also wirklich eine schöne Bewegung im Gegensatz zum DAX. Im Dow Jones sieht das ähnlich aus. Und somit ist natürlich für die kommende Handelswoche auch die Longseite erstmal aktiv. Und wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir den richtungsentscheidenden Bereich hier etwas anpassen. Und ich würde hier so in etwa den 2727er, 2726er Bereich als richtungsentscheidend annehmen hier in der CFD-Indikation. Also wir zeichnen das mal ein, machen wir wieder direkt im Chart. Ja. Wir haben zwar hier im Bereich 2720 einen alten Bereich, der nicht so unwichtig war. Ich würde aber für die kommende Handelswoche das ein wenig anpassen. Und zwar ist das sogar knapp oberhalb hier dieser kleinen Zwischentiefs, also dieser Bereich in etwa. Solange der Markt da drüber bleibt, sollte es durchaus denkbar sein, dass er diese aktuell laufende Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Immer wieder natürlich kleinere Rücksetzer und nach oben, nächsten Widerstandsbereiche stehen alle mehr oder weniger fest und der Markt kann sich hier erstmal sukzessive weiter gen Norden, ja, definitiv aufmachen. Und der Sache steht hier, wenn ich mir das anschaue, wenn man sich diese Bewegung hier anschaut, steht dieser Sache charttechnisch absolut nichts im Wege. Ja, auch nochmal leichter, stärkere Rücksetzer bis in diesen Bereich sind charttechnisch definitiv weiter grundlegend long tendierend. Und wenn der Markt allerdings 2726, teilweise sogar bis runter in den 25er Bereich, das ist natürlich Makulatur, diese 2 Dollar, diese ist ja, sind ja sowieso immer nur Bereiche. Wenn wir hier runterkommen, dann steht natürlich diese scharfe Fettbewegung hier noch frei im Raum. Auch davor hatten wir diesen Kursbereich relativ zügig abgearbeitet. Auch hier hatten wir eine sehr, sehr zügige Bewegung genau in diesem Bereich, wo diese Fettentscheidung den Markt dann wieder durchdrückte, was in der Vergangenheit diese zwei Bewegungen schon eben mit wenig Volumen, also wenn man sich mit dem Volumenprofil beschäftigt, ist hier eben ein Tal gewesen. Nochmal ein Tal, hier ging es wieder schnell, nochmal ein Tal. Somit ist es hier natürlich genauso wieder denkbar, dass die Abwärtsseite schnell
diesen Bereich wieder zurückerobert und dann eben entsprechend realistische Ziele. Zum einen der Bereich, das ist so knapp oberhalb der 2680, so 82, 83, müsste man jetzt nochmal genau schauen, wo das hier drüben ist, vielleicht sogar die 85. Aber das sind ja immerhin 40 S&P-Punkte, das ist schon eine ganze Menge. Ja, und da kann man schon, denke ich, einiges machen. Ob das nur wirklich so scharf wieder vonstatten geht oder ob der sich vielleicht ein bisschen behäbiger nach unten bewegt, das müssen wir mal sehen. Aber es ist durchaus denkbar, es könnte Chancen beinhalten. Die Chancen sind gar nicht so übel. Teilweise kann man das vielleicht sogar mit kleinen Risiken hier absolvieren. Und es gibt definitiv Chancen, sich das Ganze hier dann auf der Abwärtsseite anzuschauen. Und ich denke, das, was so in etwa jetzt eingezeichnet ist, vielleicht sogar fast schon ein bisschen übertrieben auf der Nordseite, wobei stimmt gar nicht, wir sind ja schon im 2763er Bereich, das in etwa von den Schwankungsamplituden wäre für die kommende Handelswoche denkbar. Wir könnten sogar noch einen Move, ja, da die Volatilität im S&P in den vergangenen Handelswochen doch relativ stark war, relativ groß war, wäre hier die Abwärtsseite ja sogar noch in den Bereich 2675 hier runter. Aber hier kommt erstmal Unterstützung. Ne? Wir haben hier eben ein Hoch, wir haben dann hier diese Schiebezone aus der vergangenen Handelswoche, diesen richtungsentscheidenden Bereich. Den muss der Markt dann erstmal nach unten durchstoßen. Ja? Also ich denke, hier unten könnte sich erstmal so ein bisschen einen Boden bilden, wenn wir nach unten kommen. Und ich würde die Ziele erstmal aus aktueller Sicht gar nicht weiter tiefer setzen, gerade wenn man hier vielleicht im Swing-Trading-Bereich mal sein Glück versucht quasi, werde ich da jetzt nicht tiefer großartig herangehen. Wir schauen mal auf den Euro-US-Dollar, der mir absolut gar nicht schmeckt. Grundlegend, ich habe mal das größere Bild nochmal so ein bisschen zurechtgepackt. Ich spreche ja seit Wochen und Monaten und ich habe des Öfteren ja jetzt das Devisenradar übernommen, sei es früh um 9.30 Uhr oder eben auch das Devisenradar-Webinar. Und die Headlines im Euro-US-Dollar, die kann man immer wieder quasi kopieren. Ja, es kommt immer das Wort Short darin vor und Short-Setup oder wieder eine Chance auf der Short-Seite oder so weiter und so weiter und so weiter. Warum? Wir sind abwärts tendierend. Wir waren des Öfteren abwärts tendierend. Wir sind aktuell abwärts tendierend. Nicht die schönsten Striche jetzt hier, ich wollte eigentlich normale Pfeile malen, aber ich hatte noch den Stift. Also, wir sind natürlich grundsätzlich dieses komplette Handelsjahr immer wieder abwärts tendierend. Und diese Erholungsphasen, die wir zwischendurch immer mal wieder hatten, waren absolut nicht nachhaltiger Natur. Ja? Wir sind natürlich zwischendurch immer mal hochgekommen. Das war teilweise hier zum Beispiel auch, das waren ja anderthalb Monate oder so, diese Aufwärtsbewegung. Aber grundsätzlich sind wir eben abwärts tendierend unterwegs. Und hinzu kommt noch, wir zeichnen das nochmal ganz kurz ein, dass man dann eben auch die aktuelle Bewegung hier unten so ein bisschen einordnen kann, beziehungsweise das ja nach wie vor so meine Gedanken im Euro-US-Dollar sind. Anfang des Jahres erstmal kurzzeitig aufwärts, ja, Moment, hier ging es ja dann los, kurzzeitig aufwärts, dann lange, lange Zeit Seitwärtszone und dann kam eigentlich der Initial Move für dieses Jahr abwärts. Bisschen stärkere Erholung, aber grundsätzlich waren wir dann wieder eine lange, lange Zeit, Moment, soll ja wieder ein Viereck werden, eine lange, lange Zeit seitwärts tendieren, 17,30 als obere Grenze, 15,20, 15,30 als untere Grenze. Lange, lange Zeit seitwärts, dann schon wieder mal der erste Versuch, wo wir auch Geld verdient haben hier, der Break nach unten. Und jetzt eben wieder der Bruch aus diesem Bereich raus in einer sauberen Schwankung fallender Hochs und fallender Tiefs. Aber was hier unten eben auffällt, ist, dass der Markt die Erholungsphasen extrem stark ausbaut, was wirklich die ganze Sache nicht einfacher macht. Und diese Shoppy-Bewegung, die hier unten eigentlich schon wieder stattfindet, ja, eine normale, schöne Abwärtsbewegung sieht ja so aus. Ja, maximal oder idealerweise läuft der Markt bis an die alten Tiefs ran und läuft weiter nach unten, erholt sich vielleicht idealerweise wieder bis in die alten Tiefs und läuft weiter nach unten. Ja, was macht der Euro-US-Dollar? Der überpäst hier immer fast, teilweise hat er sogar die Hochs mal kurz überschritten, die alten, ja, um dann wieder zu fallen, wieder extrem irgendwo nach oben zu laufen, um dann wieder zu fallen, teilweise dann gar nicht mehr so tief, sondern wieder zurück und dann vielleicht wieder nach unten. Ja. Das ist zwar abwärts tendierend, aber natürlich nicht so schön sauber und das macht die Sache vom Handeln her auch nicht zwingend einfacher. Was für mich bedeutet nach wie vor, obwohl wir jetzt hier schon wieder so ein bisschen eine Abwärtstendenz haben, dass ich sehr, sehr defensiv unterwegs bin.
Und wenn ich Short-Setups fahre, die natürlich auch handle, wenn ich merke, es funktioniert, dann versuche ich das auch weiter auszubauen. Wenn ich merke, es funktioniert nicht, bin ich sofort wieder raus, beziehungsweise wenn ich Trade-Ideen eingebe, wenn ich eben Limit-Orders eingebe und die Situation ändert sich, bin ich auch schnell wieder dabei, die Limit-Orders rauszunehmen, sodass ich gar nicht zu einer Ausführung komme. Also wirklich sehr, sehr defensiv, aber es ist trotzdem nach wie vor denkbar, dass wir weiter die Abwärtsseite ausbauen, weil wir sind einfach abwärts tendierend unterwegs. Und dann schauen wir uns jetzt das Ganze mal an. Ich denke, es ist jedem klar, dass ich, wenn dann, lieber oder wenn dann, die Abwärtsseite handeln möchte. Und da sind wir zum, wie gesagt, diese Fett-Bewegung, die hier kam, vergangene Handelswoche, die auch erstmal aus dieser schönen, sauberen Abwärtstendenz auch den Euro-US-Dollar so ein bisschen mal aus der Bahn geworfen hat. Wir hatten hier wieder schön, eine schöne Sequenz, ja, hier alte Tiefs getestet, ging runter und normalerweise, ja, hier alte Tiefs testen und sollte es weiter nach unten gehen, ne? Was sagte ich eben, zeigt ja auch der Euro-US-Dollar, der verarscht dann so ab und zu mal, geht sogar kurz über die Hochs rüber, um dann wieder die Abwärtsseite aufzubauen. Aber es ist abwärts tendieren, also nicht aggressiv abwärts traden, sondern defensiv. Lieber mal darauf setzen, dass der Markt sowas macht, also dass er den charttechnischen Verlauf nicht ganz so sauber ausbaut, sondern auch mal alte Hochs eben überläuft, um dann eben wieder die Abwärtsseite zu fahren. Ich würde mal für die kommende Woche, den Bereich haben wir ja schon drin liegen, in etwa 1,13, 1,13, 20. Das ist dieser blaue Bereich, der jetzt hier unten liegt. Das ist sehr, sehr aggressiv, weil wir sind ja aktuell genau drauf. Ich würde jetzt mal sagen, okay, solange der Euro-US-Dollar oder wenn er hier wieder runterkommt, dann würde ich es hier versuchen, des Öfteren mal auf der Abwärtsseite zu versuchen. Einfach mit dem Ziel, dass wir hier unten den 12er-Bereich, was diese alten Bewegungstiefs sind, wieder anlaufen und dann eben auch neue Bewegungstiefs ausbauen. Aber nicht davon ausgehen, dass das extrem passiert, sondern vielleicht in den 1180er, 1175er-Bereich. Das sind aus dem aktuellen Kursbereich von in etwa 13, 15, das sind so 120 bis 130, 140 Ticks. Das ist völlig in Ordnung für den Euro-US-Dollar und würde in die aktuellen Wochenschwankungen in etwa reinpassen. Das kann der schaffen, das kann der machen, aber wenn wir hier oben sind, ich will aktuell im Euro-US-Dollar noch nicht long handeln, ja, auch wenn wir in den vergangenen Wochen des Öfteren mal so ein bisschen halbwegs akzeptable Long-Bewegungen gesehen haben, aber das ist aktuell alles weiter abwärts tendierend und ich möchte in diesem Shopee-Umfeld nicht long kaufen oder nicht long sein. Somit hier oben ist natürlich das Chartbild wieder long tendierend. Kann sein, dass wir Richtung 14,30 laufen, vielleicht sogar wieder in diese untere Grenze dieser Seitwärtszone 15,30. Das kann passieren. Hier möchte ich nicht aktiv sein. Ich will da auch nicht verkaufen, wenn dann die Optimum-Szenarien, die ich versuche umzusetzen, also wenn der Markt Schwäche zeigt, wenn der Markt sich in Richtung neuer Bewegungstiefs aufmacht, dann möchte ich verkaufen. Hier oben ist das für mich uninteressant. Und ich will mir auch hier, der Euro-US-Dollar hat übers Jahr gesehen, teilweise recht schöne Bewegungen gemacht, gerade diese Trendbewegung auf der Abwärtsseite. Wir konnten grundsätzlich auch in den Livestreams hier teilweise sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und auf Jahressicht bin ich im Euro-US-Dollar von der Performance her noch sauber im Profit. Hier in diesen ganzen Shopee-Phasen, also hier habe ich so eigentlich auch dann das Hauptgeld verdient. In dieser Shopee-Phase war es so plus minus null. Ja, hier hatten wir mal ein, zwei gute Trades, zwei blöde Trades und dann noch so ein paar Break-Even-Dinger. Hier alles, das ist eigentlich grundlegend plus minus null. Und jetzt bin ich hier unten, glaube ich, sogar leicht im Minus. Also in den letzten Monaten hat der Euro-US-Dollar, da habe ich aber auch wirklich nicht viel gehandelt. Ich müsste nochmal raufschauen, was dieser Abwärtstrade hier, der war nochmal ganz gut hier runter, ja. Kann sein, dass wir hier in dieser Bewegung trotzdem noch leicht im Profit sind, müsste ich jetzt nochmal auswerten. Aber was ich jetzt damit sagen will, wenn das jetzt hier nicht so läuft, wie ich das möchte, möchte ich mir die Performance des Euro-US-Dollars hier im Dezember nicht mehr zunichte machen. Und das bedeutet für mich, dann lieber den Markt sein lassen, vielleicht nochmal auf den britischen Pfund schauen, der sich teilweise ein bisschen schöner bewegt, Euro-US-Dollar dann sein lassen. Wir gehen mal ganz kurz, wie erwähnt, aufs Gold. Ich hatte ja gesagt, dass wir uns ja gleich nach dem Gold nochmal dem WTI Crude widmen, weil Gold mir noch weniger gefällt als eigentlich der Euro-US-Dollar. Und ihr kennt ja mittlerweile so meine Herangehensweisen, meine Analysemethoden, meine Handelsweisen. Und ich bin ja im Daytrading unterwegs, ich möchte aber im Daytrading auch versuchen, halbwegs akzeptable Bewegungen mitzunehmen. Und da hatten wir im Gold auch übers Jahr gesehen sehr, sehr schöne Phasen.
Schaut euch diese wunderbare Abwärtstendenz an, die wir hier gesehen haben. Ja? Wie der Markt wirklich teilweise wie im Lehrbuch die Abwärtsschwünge zeigte, schön runter, ja? Die Tiefs getestet, weiter nach unten. Ja? Hier dieses Tief. Also er ist immer wirklich sehr, sehr sauber in Widerstände rangelaufen, an Unterstützungen rangelaufen. Also wirklich sehr, sehr wunderbar auf der Abwärtsseite. Also hier konnte man wunderbares Geld verdienen. Und dann, das war dann ein bisschen mehr als das erste Halbjahr, dann ging es nur noch seitwärts. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir auch jetzt hier in den letzten Wochen, man muss, darf nicht vergessen, der Dezember ist natürlich ein Handelsmonat. Und aber so die letzten zwei Wochen im Dezember ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen die Luft raus. Ja, dann bereiten sich alle auf Weihnachten vor, die Banken machen teilweise ihre Bücher zu, also handeln dann schon gar nicht mehr. Da gehen wirklich einige in Urlaub, einige setzen mit dem Handel aus. Auch bei mir ist es so, dass ich nicht selten die ersten zweieinhalb Dezemberwochen noch ein bisschen was mache und dann auch Schluss mache. Ja, vom Kernhandel. Und von daher will ich es auch im Gold jetzt dieses Jahr nicht mehr übertreiben, denn wir hatten ja hier auch grundsätzlich dann nur noch Seitwärtstendenzen mit zwischendurch mal kurzen Richtungswechseln. Ja, wir hatten hier diese lange, lange, lange Seitwärtsphase 94 bis 12.006 hoch. Mit kurzen Ausreißern sind ja dann einmal kurz nach oben gelaufen und sind jetzt hier mehr oder weniger auch schon wieder in einer Seitwärtszone drin. Das gucken wir uns gleich ein bisschen detaillierter an. So ein bisschen vorsichtig würde ich hier mal auf der Long-Seite unterwegs sein wollen. Aber auch hier sehen wir in den letzten Tagen und Wochen, dass das nicht so richtig mehr funktioniert. Ja, der Markt läuft teilweise immer mal auf der Aufwärtsseite an. Ja, gerade mit der Unterstützung, die wir hier mit der wir schon weichen arbeiten, 12,20. Dann kam aber auch vergangene Handelswoche erstmal der Schlag auf der Unterseite, dann wieder ein Schlag auf der Oberseite. Dann sind wir wieder hier in diesen oberen kleinen Seitwärtszonenbereich in etwa 28, 29 reingelaufen, um dann wieder diese Unterstützung zu testen, um jetzt wieder nach oben zu gehen. Ja. Ich würde schon hier nach wie vor so ein bisschen die Aufwärtsseite vorsichtig vielleicht mal handeln, aber nur wenn das wirklich passt. Als erstes Ziel nach wie vor in etwa der 35er-Bereich, beziehungsweise kann es dann durchaus, haben wir jetzt gar nicht hier drin, nochmals in den 41er gehen. Viel mehr würde ich zumindest für die nächste Handelswoche dem Gold jetzt hier nicht zusprechen. Und das sind durch die Bewegungen, durch dieses eklige, wirklich teilweise eklige Hin und Her hier, ist das nicht zwingend ein Markt, in dem ich unterwegs sein möchte. Wir schauen uns dafür lieber einen wunderbaren Markt an, der eben sehr schön und sehr extrem und auch sehr, sehr gewinnbringend auf der Abwärtsseite läuft. Schaut euch WTI Crude an. In einem Strich geht das Ding nach unten. Wir hatten es jetzt schon des Öfteren in der Beschau, in den Devisenradaren, teilweise auch in den Livestreams uns mal geschnappt. Ich hatte gesagt, die Reise muss hier nicht auf der Abwärtsseite zu Ende sein. Man kann hier durchaus immer wieder mit verschiedenen Herangehensweisen weiter auf der Abwärtsseite agieren. Auch wenn wir jetzt so langsam mal in Unterstützungsniveaus kommen, die jetzt ein bisschen interessanter werden als vorher. Ja, hier sind natürlich jetzt wirklich Bereiche, die wir anlaufen, wo schon mal so ein bisschen stärkere Erholungstendenzen stattfinden können, aber nicht müssen. Und solange der Markt fällt, fällt er. Und das muss man sich an dieser Stelle auch immer ganz klar sagen, denn schaut euch das mal an, was hier 2014, 2015 passiert ist. Ja? Da sind wir mal ganz locker aus dem Bereich, was haben wir, also 107, 108 Dollar in einem Zuge, ohne mit der Wimper zu zucken, ist der Ölpreis mal kurz oder WTI Crude mal kurz unter 50 Dollar abgesackt. Und da ist die aktuelle Abwärtsbewegung ja erstmal ein Kikifax. Also wer sagt denn, dass wir nicht hier in so einem Zuge erstmal weiter in Richtung 35 fallen können? Also das kann ja passieren. Und somit kann man hier durchaus, und das wäre trendfolgend, weiter auf der Abwärtsseite agieren. Und wir gehen mal auf den Tageschart und sehen, dass wir jetzt hier unten gerade so eine kleine Konsolidierungsphase haben. Und ich habe es schon mal eingezeichnet. Ich persönlich würde, weil der Bereich hier war zwischendurch mal sehr, sehr wichtig, da hatten wir auch gesagt, hier an dieser Stelle ist eine Erholung kurzfristiger Natur nicht zum Handeln, sondern zum erneuten Einsteigen auf der Abwärtsseite denkbar, denn der Bereich in etwa 54,50 war in der Vergangenheit, wir ziehen es mal rüber, ja, dann wird das auch alles etwas klarer, schaut euch mal hier einen ganz markanten charttechnischen Bereich an, ja. Das war der hier. Eine ganz, ganz lange Phase. Das war, wir können es mal messen, das war Ende
also Mitte Dezember 16 bis Anfang, also gute 2 Monate, ja, fast 3 Monate, hat der Markt versucht, über diesen Kursbereich von 54,50 in etwa hier rüber zu kommen und hat es nicht geschafft, ist danach sogar nach unten wieder weggebrochen, ja, und kam dann erst fast Ende 2017 erneut in dem Bereich und schaffte dann die Reise nach oben. Und somit sind solch ganz extrem markante charttechnische Punkte natürlich dann auch auf so einer Abwärtsreise wenigstens kurze Bremsklötzer und führte auch in dem Fall dazu, dass wir uns ein bisschen leichter holten, um dann weiter zu rutschen. Und jetzt kann man natürlich die entsprechenden Unterstützungen sich weiter hier reinziehen. Ich habe sie ja auch schon mal folgend weiter reingelegt und es ist jetzt durchaus denkbar, dass wir eben die weiteren Unterstützungsniveaus auf der Abwärtsseite abarbeiten. Und solange wir zumindest aus aktueller Sicht, solange wir unterhalb des Widerstandsniveaus 54,40 bleiben, ist es hier durchaus denkbar, weiterhin immer wieder Abwärtsschwünge zu handeln. Ja, vielleicht so leichte Erholungen, die hier entsprechend in die nächsten Widerstände stattfinden, immer mal wieder schauen, dass man hier die Abwärtsseite bekommt. Denn ich denke, es ist hier denkbar, dass wir weiter auf der Abwärtsseite erstmal laufen. Ich denke, da sind die Messen noch nicht gesungen. Ja, und wir werden es ja merken, wenn man hier mal so einen Versuch, zwei Versuche, vielleicht drei Versuche auf der Abwärtsseite versucht hat und das haut nicht hin, dann sollte Öl ja höchstwahrscheinlich schon im Bereich 54,40 sein. Wenn wir jetzt hier rüberkommen, dann ist die Abwärtsseite erstmal sowieso ad acta zu legen. Dann müssen wir mal schauen, ob vielleicht die Erholung ein bisschen stärker läuft. Ja? Aber hier drunter, selbst wenn vielleicht sich grundsätzlich nicht die Abwärtsseite so richtig weiter durchsetzen kann und nachhaltig neue Bewegungstiefs ausbaut, sollten wenigstens entsprechende Schwünge nach leichten Erholungen so weit laufen, dass ich hier den Stop of Break-Even ziehen kann oder leicht in den Profit ziehen kann. Und wenn der Markt weiter nach unten läuft, weitere Bewegungstiefs ausbaut, weiter die Schwankungsamplitude auf der Abwärtsseite so zeigt, wie sie aktuell zu sehen ist, dann sind hier natürlich weiterhin interessante Gewinne möglich. Immer auf das Feedback des eigenen Handelns achten, nicht zu aggressiv. Ja, ich würde jetzt hier nicht permanent jeden Breakout auf der Unterseite handeln wollen, das will ich damit nicht sagen. Schon eben so leicht Erholung, wenn es mal einen halben Tag aufwärts geht oder vielleicht sogar mal einen kompletten Handelstag aufwärts, dass man dann schaut, wieder auf der Abwärtsseite reinzukommen. Das wären so weiterhin so Gedanken meinerseits bezüglich des Öles. Und das könnte jetzt hier, oder nicht könnte, sondern das wird, denke ich, für den Dezember weiterhin ein Markt sein, der sich entsprechend mit interessanten Volatilitäten bewegt, wo man schon den einen oder anderen Euro noch verdienen kann, im Gegensatz wahrscheinlich zum Gold oder vielleicht auch zum Euro-US-Dollar. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 49. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und ich wünsche euch für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns und sehen uns natürlich. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.